Gelingt eine Beziehung mit einem Narzissten? Tja, da dürfte man in einschlägigen Medien längst vor gewarnt worden sein. Aber gut, wenn du nun unbedingt willst, weil du verliebt bist oder musst, weil du bei einem eingestellt bist, dann schauen wir uns das mal an, ob man da was machen kann. Beginnen wir am Beginn des Narzissmus selbst. Narzissmus ist sehr gut in der griechischen Mythologie beschrieben, von der die Narzissten ihre Bezeichnung haben. Narzissos, so heißt der Gründer der Narzissmusbewegung, wenn man so will, hat es anfangs nicht so richtig leicht. Muss man fairerweise zugeben. Narzissos wird nämlich in einer Vergewaltigung gezeugt. Der Wassergott Kephissos, sein Erzeuger, findet die Nymphe Leriope richtig prima und ist nicht bereit, sich abweisen zu lassen. Also vergewaltigt er sie und glaubt damit durchzukommen. Ist aber nicht so. Zeus ist vor Ort in seinem Reich und schmettert ihn für diese Schandtat unter die Erde. Was er dann da macht, weiß man nicht. So. Der Täter ist also unschädlich gemacht, doch seine Tat ist davon ja nicht ungeschehen. Ja, Leriope ist nämlich schwanger und hat arg damit zu tun, den Missbrauch zu verarbeiten. Aber sie zieht's durch und gebiert den Sohn, den sie Narzissos nennt. So richtig warm werden beide nicht miteinander, doch trotz der inneren Distanz macht sich Leriope Sorgen um die Zukunft ihres Sohnes, der so schön wie kaltsinnig sei. Tja. Tatsächlich hört man von Narzissos nichts mit Substanz. Man erfährt mehr von seinen Anbetern und wie sie um seine Liebe werben und immer wieder abgewiesen werden. Es zieht sich seit seiner Zeugung so durch, dass er keine rechte Liebe ist, aber viel Leid entsteht. Das nennt man heutzutage schwere Kontaktstörung. Geht aber noch weiter. Einer nach dem anderen und eine nach der anderen verlieben sich in Narzissos. Mit immer gleichem Effekt, kein Respekt seitens des Bengels. Doch eine Nymphe. Echo hat trotz ihrer Liebesglut zu ihm einen kühnen Plan. Ganz kurz zu Echo, sie ist mit dem Verlust ihrer Sprache bestraft, weil sie ihrer Herrin, der Göttin Hera, tausend und eine Geschichte erzählte, um diese davon abzulenken, eifersüchtig ihrem Ehemann Zeus nachzustellen, der nämlich mit diversen Bergnymphen durch die Betten ging. Du siehst schon, Zustände wie im alten Rom bei den Griechen damals. Jedenfalls fand Hera das jetzt nicht so in Ordnung von Echo und strafte sie mit dem Verlust der Sprache. Das fand dann aber Zeus wieder zu arg, schließlich hatte sie ihm ja mit ihren Geschichten geholfen, also wandelt er das Nichtsprechen um in ein Nachsprechen. Fortan konnte also Echo nur noch nachsprechen, was andere ihr vorgaben. Die verliebte und listige Echo jedenfalls stalkt Narzissos und hofft auf einen schwachen Moment, in dem sie ihm ihre Hilfe und damit sich selbst anbieten könne. Tja, und eines Tages tatsächlich verläuft sich Narzissos im Wald. Das spricht nicht gerade für seinen Intellekt, denn das ist der Wald, in dem er täglich ist und dem er sich auch täglich im Wasserspiegel des Sees selbst anhimmelt. Wahrscheinlich hat er sich an sich selbst besoffen geguckt. Naja, jedenfalls weiß er nicht mehr weiter und bekommt es mit der Angst zu tun. Er ruft um Hilfe. Ist jemand hier? Und juhu, denkt sich Echo, denn sie kann antworten. Hier. Ja, da ist Narzissos aber überrascht, dass ihm auf einmal ein Busch mit weiblicher Stimme antwortet. Denn sehen kann er die sich versteckende Echo nicht. Also ruft er nach einigem hin und her, komm. Sie antwortet, komm. Das fällt dem eitlen Gecken natürlich gar nicht ein. Also geht es weiter. Warum meidest du mich? Und sie, warum meidest du mich? Und wieder hin und her und her und hin und hin und her, bis er endlich genervt schreit, lass uns hier zusammenkommen. Und die geduldige Echo glaubt sich endlich am Ziel ihrer Träume und antwortet, lass uns hier zusammenkommen und läuft ihm freudig entgegen, um ihn zu umarmen. Und nun wendet sich das Blatt. Yeah. Roh stößt er sich von sich. Eher würde ich sterben, als bei dir liegen. Und Echo vergeht mit den flehenden Worten, bei dir liegen. Tja, so ist eine Beziehung mit einem Narzissten. Klar hat er in seiner Kindheit echten Scheiß erlebt. Und leider war, lernt er nicht daraus und hat das auch gar nicht vor. Nur in Not wird er weicher, doch wehe, du kommst zu nah, dann wird es sehr schmerzhaft für dich. Beziehungstechnisch fasse ich das mal zusammen unter dem Prädikat nicht empfehlenswert. Narzissten lernen leider nicht. Im Gegenteil, sie verirren sich im Wald ihrer Illusion und werden dann frech, wenn man sie rausholen muss. Meiner Meinung nach zeigt diese mythologische Überlieferung ganz hervorragend, was ein Narzisst ist. Da bin ich natürlich nicht die Erste. Ich spreche nur nach, was Freud einst vorsprach. Und ja, naja, das hat den Psychologen den sogenannten Psychologismusstreit mit den Philosophen eingebrockt, die sehr zu Recht darauf verweisen, dass das Diagnostizieren aufgrund veralteter Sagen zwar nett und gefühlt richtig sein mag, aber keinesfalls richtige Wissenschaft ist. Da muss man schon zugeben. Und da tun sich die Psychologen nun schwer, die um ihre Anerkennung in der Wissenschaftslandschaft ringen.
Und nun soll doch, Fun Fact, der Vorsitzende des Ethikrates des Psychologenbundes mehrfach behauptet haben, dass Psychologen schlicht aufgrund ihres Psychologiestudiums auch die Qualifikation als Philosophen hätten. Das klingt irgendwie narzisstisch, meinst du nicht? Also wenn du wissen willst, wie man sich aus Gedankengestrüpp souverän selbst befreit, dann sei mir willkommen bei The Profiler. Keine Sorge, niemand stoßt dich rot zurück. Im Gegenteil, du wirst einen ganzen Tag lang Teil meines Ermittlungsteams. Einmal im Jahr, jeden ersten Sonntag im Februar, einen ganzen Tag lang, ermitteln wir gemeinsam und zeigen dir, wie man sich vor den Irren an sich und dem Irrsinn der Welt selbst in Sicherheit bringt. Sei dabei und klicke jetzt auf den Link.